Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Kurz vor Jahresende wollte ich mit euch mal ein bisschen über die Zukunft dieses Kanals reden. Im Hintergrund seht ihr Sonic, falsch. Ich spreche das immer falsch aus. Sonic und All-Stars Racing Transformed. Das habe ich ja des Christmas Sales aufgelesen. Es macht sehr viel Spaß. Wobei ich es wahrscheinlich nicht let's playen werde. Aber ich finde, für sowas hier eignet sich das eigentlich ganz gut als Hintergrund. Ansonsten habe ich mir beim Christmas Sale noch gekauft. Wo ist es? Anti-Chamber? Also die meisten davon werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal let's playen. Anti-Chamber, Aperture Tag, Mirror's Edge, Sonic Adventure 1 und 2 und Sonic Generations. Und ich hatte... Ja, natürlich, Sonic und All-Stars Racing Transformed und noch Super Hexagon. Super Hexagon ist, finde ich, aber auch nicht wirklich Let's Play geeignet. Das ist mehr sowas. Ich habe das, glaube ich, jetzt inzwischen 19 Minuten gespielt. Immer so mal eine halbe Minute gespielt, verloren, ausgemacht. Einfach mal, wenn ich gerade Lust hatte. Ansonsten, ja, wie gesagt, die meisten von den Spielen werde ich wahrscheinlich Let's Playen. Also, je nachdem. Ich habe gehört, Sonic Generations ist ohne Controller nicht so gut, deshalb... Je nachdem, ob und wann ich mir einen Controller hole, wird es entweder Sonic Generations wahrscheinlich sein oder Sonic Adventure, weil ich darauf irgendwie auch Lust habe. Ich hab die ganzen alten Sonic-Spiele eigentlich nie wirklich gespielt und Sonic Adventure soll jetzt ziemlich gut sein und Sonic Adventure 2 auch. Jetzt wird es eigentlich langsam mal Zeit, dass ich das nachhole. Mirror's Edge ist auch so ein Ding, was man mal langsam nachholen sollte. Das habe ich aber noch gar nicht mal installiert. Und dazu, ich glaube, da können wir schon weitergehen zur Zukunft des Kanals. Ich habe vor 2 Monaten das letzte Video L.A. Noire hochgeladen. Das Let's Play ist noch lange nicht vorbei. Wir hatten, glaube ich, gerade den ersten Fall von dem... hier von Sitte gemacht. Und das Ding ist, ich hatte das nicht mehr aufgenommen, weil ich schlicht und ergreifend keine Lust hatte. Das Problem ist, ich habe gerade während der Schulzeit wenig Zeit aufzunehmen. Und wenn ich Zeit hatte, hatte ich meistens keine Lust auf L.A. Noire. Und das Problem ist auch, dass ich meistens nur ein Projekt gleichzeitig laufen habe. Was ich ändern sollte, weil sonst wird Let's Play für mich gleichbedeutend mit einem Spiel. Wenn ich auf dieses Spiel keinen Bock habe, geht nicht weiter auf dem Kanal. Deshalb sollte ich mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Vielfalt reinbringe. Deshalb mal gucken. Aber L.A. Noire wird zu Ende geführt, sobald ich Lust habe. Was ich dazu auch mal anmerken muss, ist es wahrscheinlich, ich habe früher eigentlich nie gerne Blind Let's Plays gemacht, weil ich immer die Befürchtung hatte, dass ich dann beinahe irgendwo ankomme, keine Ahnung habe, wie es weitergeht und am Ende entweder das ewig dauert oder es einfach mal total scheiße wird, weil ich die ganze Zeit hin und her renne. Oder ich gehe einfach hin, unterbreche die Aufnahme, gucke bei Google und ja, dann ist das auch wirklich der Sinn der Sache. L.A. Noire habe ich eine Ausnahme erstmal gemacht, weil das ist ein Kriminalspiel, ne? Also Kriminalfälle lösen, das ist wirklich nichts, was. Das sollte man schon blind machen, wenn man es Let's Playt. Und ich glaube, also Anti-Chamber wird auch auf jeden Fall ein Blind-Let's Play, weil ich glaube, das Spiel. Also ich habe gelesen, wenn man die Lösung kennt, kann man das Spiel in 10 Minuten zu Ende spielen. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, das Größte, was da Zeit kostet, sind halt wirklich die Rätsel und deshalb möchte ich das schon auch blind machen. Und ansonsten bei Sonic Adventure 1 und 2 bin ich mir noch nicht sicher. Sonic Generations werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall auch blind let's playen. Und ja, also genau, was auch noch auf der Liste war, Anno 2070, wobei ich mir da noch nicht sicher bin, weil bei Anno gibt es ja auch so Build-Layouts, die man braucht und die kann ich schlecht während der Aufnahme mir angucken, aber ich kann die auch schlecht einprägen. Das ist so eine Sache, deshalb habe ich das eigentlich mal bis jetzt immer weggeschoben. Aperture Tag werde ich auch wahrscheinlich blind machen, weil ich glaube, dass ich das öfter als einmal durchspielen werde. Daher. Naja, und was ich auch noch machen wollte, ich wollte ein bisschen weg von Let's Plays und deshalb habe ich vor einer Zeit ja auch ein paar Warframe-Videos hochgeladen. Aber keine Let's Plays, sondern, also ich habe eins zu der Amprex, also einer Waffe in Warframe, zu Loki Prime und zur Trinity hochgeladen. Und das waren dann wirklich, also ich versuche im Moment mich mit Adobe Photoshop und Premiere dann ein bisschen so zu beschäftigen. Da dachte ich mir eigentlich, das ist schon perfekt so. Einfach um mal ein bisschen was anderes zu machen, weil Let's Plays, da machst du nicht mehr so viel mit Videobearbeitung eigentlich. Deshalb, ich wollte wirklich was anderes machen, mir mal ein paar Herausforderungen setzen dabei. Also da wird wahrscheinlich auch mehr kommen, zu Waffen im Moment aber erst einmal weniger, weil das, ich bin wirklich nicht gut mit Photoshop. Diese Tabellen, die ich selber einfliegen lassen, ich habe sie gar nicht einfliegen lassen, ich habe sie einfach nur eingefügt, hat ein Freund für mich gemacht und die ist für Waffen leider nicht so geeignet. Ich habe festgestellt, ich muss da viel mehr Sachen angeben und die Amprex hat jetzt nur eine Schadensart. Die meisten Waffen haben so 2 bis 4. Dafür habe ich gar nicht genug Platz auf dem Ding und deshalb werde ich Waffen wohl erstmal weglassen. Und mehr Warframes muss ich mal gucken. Aber das Tolle an den Warframe-Videos ist, ich kann das besser aufteilen. Ich kann eher mal hingehen und sagen, ich nehme jetzt mal das Gameplay dafür auf oder
ich schreibe jetzt mal das Skript dafür oder keine Ahnung was. Oder dann kann ich hingehen, ja, ich spreche jetzt mal die ganzen Sachen ein, was ich auch mal definitiv üben muss. Oder ich schneide das Ganze zusammen. Und dabei habe ich es auch endlich geschafft, mal das Balkenproblem mit meinen Videos zu lösen. Das habe ich irgendwie, seit ich mit Premiere rendere. Was ihr wirklich wissen solltet über Premiere, also zumindest die Elements-Version, hat kein 16 zu 10 Preset und zumindest auch die Elements-Version lässt euch kein Preset selber erstellen. Ich musste wirklich hingehen, ein Preset nehmen, kopieren und damit den Texteditor bearbeiten, damit ich ein 16 zu 10 Preset habe. Und seitdem ist auch die Qualität deutlich besser. Aber das ist schon irgendwie armselig für eine Software. Ich glaube, die kostet bei Amazon 80 €. Ich hatte die ziemlich noch, hatte ich die noch hier rumliegen, kam da leicht ran. Aber das ist schon, wie gesagt, armselig. Und auch mit den Effekt-Presets ist das eigentlich genauso. Da kann zwar welche erstellen, aber man kann die nicht einzeln löschen. Wenn ich die löschen will, muss ich die gesamte Datei löschen, wo die gespeichert sind. Das heißt, ich habe gar keine eigenen Presets mehr. Was auch. Das ist. Ich verstehe sowas nicht. Das ist eigentlich. Ich glaube, Adobe ist normalerweise besser als das. Aber ich denke, das hat ziemlich mal gut klargestellt, was jetzt auf dem Kanal hier kommen wird. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Don't let your guard down now. Superb driving! First place!